Aufgepasst, hergehört und hingesehen. Willkommen zum Blickwechsel hier im Schloss zu Köthen. Die große Seuche mit dem C, die tut uns sehr im Herzen weh. Das Publikum ist dezimiert, doch wird es euch am Bildschirm präsentiert. Doch genug der langen Rede, begrüßen Sie mit mir Fürst Leopold und seine reizende Gemahlin Friederike Henriette. Meine lieben Untertanen, ich, Fürst Leopold von Anhalt-Köthen und meine liebe Gemahlin Friederike Henriette von Anhalt-Bernburg, begrüßen euch zum Blickwechsel hier in meinem Schloss in Köthen. Mein Hofmedikus berichtete mir von einer Krankheit, die meine Untertanen leider noch sehr zu schaffen macht. Deswegen benutzen wir heute diese mir unscheinbar unbekannten Geräte, Apparate, die hoffentlich dazu beitragen werden, dass ihr alle an diesem Spektakel teilnehmen könnt. Ich wünsche uns und euch dabei viel Spaß. Thank you.
Vielen Dank an das anhaltinische Fürstenpaar Fürst Leopold und Prinzessin Friederike sowie ihren barocken Hofstaat. Der ist Corona-bedingt heute etwas kleiner ausgefallen. Normalerweise sind das über 30 Personen, Hofdamen, Ausrufer, Hofmarschall und Gesinde. Gespielt und getanzt wurden sie vom Köthner Kleinkunst- und Kulturverein Rondo La Cultura. Wir sehen uns später nochmal. Und bevor wir ins Hier und Jetzt springen, lassen Sie uns doch noch ein bisschen in dieser Zeit bleiben, am barocken anhaltinischen Hofe, zur Zeit von Fürst Leopold, als er Musiker und sehr begnadeter Komponist hier zum Kapellmeister wurde und man könnte heute schon fast sagen, zum Freund des Fürsten. Es geht natürlich um Johann Sebastian Bach, ein Name, von dem ich behaupten würde, dass jeder Grundschüler in Köthen schon fast damit was etwas anfangen kann, weil Bach eben so eng mit der Stadt, mit der Kultur und dem Schloss verbunden ist. Und deswegen senden wir heute auch aus dem Johann Sebastian Bach Saal hier im Veranstaltungszentrum in Köthen. Und damit herzlich willkommen zum vierten Blickwechsel. Das ist eine Veranstaltung des Schlossbundes. Der setzt sich unter anderem dafür ein, dass das Köthener Schlossareal zu einem regionalen und kulturellen Zentrum wird. Wie Sie schon mitbekommen haben, gibt es uns auch diesmal nur digital. Das ist Corona geschuldet. Aber wir haben trotzdem ein sehr tolles Programm auf die Beine gestellt. Wir schauen, was machen Künstlerinnen und Künstler trotz Pandemie dann. Woran arbeiten Sie? Welche Kulturprojekte gibt es in Köthen und dem Landkreis? Und die große Frage steht natürlich immer dahinter, wie kann man denn Kunst und Kultur im ländlichen Raum stärken und fördern? Was uns heute zu, was wir erwarten können, das weiß niemand besser als ich, Volkert Ude. Er ist der Intendant der Köthener Bachfesttage und Leiter des Projektes Kulturen des Miteinanders, in dessen Rahmen jetzt auch Blickwechsel stattfindet. Worauf können sich denn die Zuschauer und Zuschauer freuen? Ich glaube, wir haben selten so ein buntes Programm machen können. Die ganze Idee Blickwechsel ist entstanden eigentlich vor 2 Jahren. Da haben wir zum ersten Mal Räume des Schlosses geöffnet. Wir haben ganz viele Vereine eingeladen, hier mitzuwirken. Wir hatten über 1500 Gäste, die ihre Wege erkundet haben durch das Schloss. Und wir wollen heute eigentlich zeigen, wie viele Menschen es gibt, die hinter dieser Idee, das Schloss zu einem neuen kulturellen Zentrum zu machen, stehen. Wir haben Gäste aus dem Landkreis dabei. Wir haben ganz tolle Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker. Und Tiere, das hat es noch nie gegeben. Unser Markenzeichen, also das Markenzeichen dieses Projektes, das sind unsere schrägen Vögel, die sind hier unter uns auf diesen kleinen Stehtischen. Und wir sind deswegen drauf gekommen, weil über die Jahrhunderte, nicht nur Johann Sebastian Bach, sondern auch davor und danach, immer wieder herausragende Persönlichkeiten hier in Köthen, hier am Hof waren und die offenbar den Freiraum hatten, sich zu entfalten. Von Johann Sebastian Bach, das berühmteste Beispiel, weiß man, der hatte hier glückliche Jahre, der hatte die beste Kapelle seines Lebens und hatte nichts anderes zu tun, außer Musik machen und Musik zu schreiben. Und irgendwie, finde ich, gibt es hier immer noch, ich schließe mich da selber vielleicht ein bisschen ein, solche Menschen, die Lust haben, sich irgendwie zu entfalten. Und deswegen sind wir drauf gekommen, weil es ja auch ein Vogelmuseum, das Naumannmuseum in Köthen gibt, dass diese schrägen Vögel vielleicht was sein könnte, was irgendwie diese Geschichte wunderbar erzählt und was ganz viel zusammenfasst, was wir uns hier wünschen. Jetzt habt ihr die Veranstaltung Blickwechsel genannt. Was ist die Intention dahinter? Ja, wir möchten einfach das Publikum einladen, nicht nur die Köthnerinnen und Köthner, sondern auch Menschen, die von außen kommen, die von außen erstmal einzuladen, das Schloss überhaupt zu entdecken, weil es ist einfach sehr lohnenswert. Jeder Künstler, jede Künstlerin, die nach Köthen kommt, ist erstmal total beeindruckt und begeistert. Sozusagen, das ist irgendwie heiliger Boden, weil das mit was mit Bach zu tun hat. Aber das Schloss ist auch sonst sehr sehenswert, auch der Schlosspark drumherum. Und wir möchten einfach alle einladen, immer wieder das Schloss neu zu entdecken, eben verschiedene Blickwinkel einzunehmen, verschiedene Perspektiven auf das Schloss und natürlich auch die Akteure zeigen, die mit diesem Schloss irgendwie verbunden sind und die sich dafür einsetzen, dieses Schloss sichtbar zu machen. Jetzt hast du heute eine andere Aufgabe. Ich übernehme heute deinen Job. Ich mache die Moderation. Du bist heute mal hinter der Kamera und ziehst die Strippen. Freust du dich da schon drauf? Ja, ich finde es total großartig. Ich finde es super, dass wir dich gefunden haben. Dürfen wir vielleicht verraten, du bist selber aus Köthen. Wir haben durch Zufall sozusagen einen Podcast gefunden und haben dich dann sofort angeschrieben und gefragt, ob du nicht hier heute bei uns das übernehmen möchtest. Und
Meine große Leidenschaft ist komplexe technische Produktionen. Mhm. Ich bin sozusagen auch ein bisschen Hobbykameramann. Ich habe mal in meiner frühen Jugend Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Ich habe es irgendwie mit Kabeln. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, dich heute filmen zu können. Okay, und ich bin jetzt seit 2009 das erste Mal wieder hier. Das letzte Mal gab es nämlich Abi-Zeugnisse. Genau. Also hier in diesem Saal. In diesem Saal, genau. Okay, dann erstmal vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und bevor es dann so richtig losgehen kann, gibt es noch einen kleinen Hinweis, da wir sie hier schon nicht im Saal mithaben wollen, oder was heißt nicht haben wollen, nicht dürfen, haben wir uns gedacht, schreiben Sie doch uns einfach oder zeigen Sie uns, wo und wie Sie uns gucken, wie Sie das machen können. Posten Sie bei Facebook einfach ein Bild unter dem Hashtag mein Blickwinkel und mit viel Glück können Sie dann bei uns in die Live-Sendung kommen. Und jetzt bewegen wir uns ein bisschen, zumindest gedanklich, es geht jetzt nicht nach Asien oder in die USA, wir bleiben hier bei uns im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und gucken aber auch so ein bisschen in die Welterbe-Region. Es geht an Orte, die jetzt vielleicht eher auf den zweiten oder auch dritten Blick interessant sind. Es geht nämlich darum, dass wir dort was über unsere Sprache und die Geschichte der Region erfahren können. Wohin es genau geht und was man dort erleben und erfahren kann, das weiß Uta Sievert-Heeg von der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft. Diese hat zusammen mit der Musikschule Köthen das Projekt Lesereise mit Musik entwickelt. Ein herzliches Willkommen auf unserer Lesereise mit Musik, die uns im vergangenen Herbst bereits nach Aachen an die Elbe führte, bleiben wir heute auf dem Köthener Schlossareal. Das Köthener Schloss war vor rund 400 Jahren Sitz der ersten deutschen Sprachakademie der Fruchtbringenden Gesellschaft. Fürst Ludwig von Anhalt-Köthen war ihr erstes Oberhaupt und berief Mitglieder in die Gesellschaft, die sich dem Vorhaben verschrieben, Deutsch zu einer Literatursprache zu entwickeln. Zu diesen Mitgliedern gehörte auch der Dichter Martin Opitz, der in seinem Buch von der deutschen Poeterei zum ersten Mal Regeln für das Reimen und Dichten in deutscher Sprache beschreibt. Wie viele Dichter der damaligen Zeit, die vom Eindruck des Dreißigjährigen Krieges gezeichnet war, thematisiert auch Opitz die Vergänglichkeit unserer Existenz. Daraus entstand als unmittelbare Folge das Carpe Diem, nutze den Tag, das als Motiv in vielen Barockdichtungen sichtbar wird, so auch in dem Gedicht »Ach Liebste, lass uns eilen, wir haben Zeit«. Es schadet das Verweilen uns beiderseit. Drum lass uns jetzt genießen der Jugendfrucht, eh denn wir folgen müssen der Jahre Flucht. Folgen wir dem Paar aus Opitz Gedicht, das seine Zweisamkeit hier und jetzt genießt, gedanklich in den schönen Schlosspark des Köthener Schlosses mit dem nachfolgenden Walzer und der Abendstimmung von Berthold Hummel, dargeboten von vier jungen Musikerinnen der Musikschule Johann Sebastian Bach. Film ab. Thank you.
Rund 200 Jahre nach dem Wirken der fruchtbringenden Gesellschaft weilte unweit des Köthener Schlossareals im Haus in der Magdeburger Vorstadt, heute gegenüber dem Hauptgebäude der Hochschule Anhalt, der große Dichter der Romantik Joseph von Eichendorff in Köthen. Sein Gedicht Sehnsucht, das wie viele Gedichte Eichendorffs Volksliedcharakter hat, können wir heute als Ausdruck unserer Sehnsucht, wieder zusammenzukommen und reisen zu dürfen, interpretieren. Sehnsucht. Es schienen so golden die Sterne. Am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leib entbrennte. Da hab ich mir heimlich gedacht, ach, wer da mitreisen könnte in der prächtigen Sommernacht. Diese von Eichendorff besungene Sehnsucht findet sich auch in der nun folgenden Filmmusik aus Der Zauberer von Oz. Die Hauptfigur des Märchens Dorothee hofft auf Somewhere over the Rainbow, irgendwo jenseits des Regenbogens. Tja, diese Einspielung aus Somewhere Over the Rainbow macht uns neugierig und weiter sehnsüchtig, wieder zusammenzukommen, gemeinsam zu träumen. Und das kann man wunderbar hier im Köthener Schloss auf dem Schlossareal. Dort war auch kaum 6 Jahrzehnte, nachdem der Dichter Joseph von Eichendorff in Köthen weilte, eine andere Gemeinschaft ganz aktiv. Denn im Oktober des Jahres 1902 wurde in Dresden eine kulturpolitische Bewegung ins Leben gerufen, der Dürerbund. Er wurde von dem Verleger und Schriftsteller Ferdinand Avenarius gegründet, gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Paul Schumann. Das Ziel des Dürerbunds bestand in der ästhetischen Erziehung des Volkes und in der Pflege der Kultur. Dem Dürerbund gehörten neben Künstlern und Schriftstellern vor allem auch Studenten, Lehrer und Theologen an. Auch auf dem Köthener Schlossareal war eine aktive Gruppe des Dürerbundes tätig, die 1902 mit dem noch heute bestehenden Dürerbundhaus auch einen Versammlungsort mit einer Ausstellungshalle erhielt. Das Gebäude, das viele Jahre leer stand, ist ein zentraler Ort des Köthener Trafo-Projektes. Es soll als kulturelles Zentrum für Vereine wiederbelebt werden und für kulturelle Aktivitäten nutzbar gemacht werden. Der Gründer des Dürerbundes, Ferdinand Avenarius, war Dichter und gab die Zeitschrift Der Kunstwart heraus. In dieser Zeitschrift eröffnete er unter anderem eine leidenschaftliche Debatte gegen die literarischen Schriften und Arbeiten Karl Mays. Das konnte aber dem Erfolg der spannenden Abenteuerromane Karl Mays keinen Abbruch tun. Der Roman Winnetou mit dem gleichnamigen Indianerhäuptling, der für Gerechtigkeit und Frieden kämpft, ist noch heute ebenso beliebt wie seine populären Verfilmungen.
Daraus werden wir nun die Filmmusik hören. Lesereise mit Musik wird uns als nächstes unter anderem nach Gräfenhainichen führen, in den Landkreis Wittenberg. Hier wurde der bekannte Kirchenlieddichter Paul Gerhardt geboren. Die ganz Sportlichen unter Ihnen können alternativ zum Kulturbus, der dann von Köthen durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld bis nach Gräfenhainichen fahren soll, auch das Fahrrad besteigen und die gut 40 Kilometer sportlich zurücklegen. Dazu lädt sie zum Abschluss unserer heutigen kleinen Lesereise mit Musik die musikalische Fahrradtour von Joachim Joho ein. Die jungen Musikerinnen und Musiker der Musikschule Johann Sebastian Bach und die neue fruchtbringende Gesellschaft verabschieden sich. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Gräfenhainichen. Schon mal gute Laune. Da waren ja jetzt viele spannende Orte dabei. Ich muss sagen, Gräfenhainichen kannte ich jetzt eher nur als Festivalkulisse. Mit dem großen Baggern, da ist es immer ganz spannend. Die erste Lesereise mit Musik, die war ja an einem anderen Ort, in Aachen waren Sie dort. Wenn jetzt Aachen fällt, dann denken viele, oh, Elbe, schöne Spaziergänge an der Elbe. Aber es ging ja auch um Sprachgeschichte. Was gab es denn da zu erleben?
Ja, natürlich liegt es uns auch daran, den Menschen die schöne Kulisse, die Landschaft nahe zu bringen. Das lädt ja ein zum Verweilen. Aber in Aachen, da war ein Dialektforscher zu Hause und in dessen Haus lebt auch noch heute jemand, der ja mit großem Engagement Texte in anhältischer Mundart darbietet. Und so konnten wir die Region Aachen, ja, bis hin zur Elbe, aber eben auch anhaltische Mundart dort präsentieren. Und das Ganze noch analog, Sie konnten noch vor Ort sein, das ging alles noch. Ja, wir hatten genau eine Zeitscheibe erwischt, in der man tatsächlich mit dem entsprechenden Abstand zusammenkommen durfte. Und wir hoffen natürlich, dass wir, wenn wir Gräfin Heinichen jetzt in den Blick nehmen für den Herbst, dass uns das wieder gelingen wird und wir mal vom Digitalen wieder ins Analoge gelangen können. Miteinander musizieren, genießen und ja, neue Orte entdecken. Jetzt hatten Sie einen Begriff vorhin schon genannt auf der Bühne, der Kulturbus. Jetzt muss man sagen, Aachen ist jetzt nicht unglaublich weit weg von Köthen, eine Viertelstunde mit dem Auto. Man kommt auch mit dem Bus hin, aber natürlich nicht überall zu jeder Zeit von jedem Dorf. Deswegen gab es das Projekt Kulturbus. Was steckt da genau dahinter? Ja, das ist ein Projekt unseres größeren Trafo-Projektes, denn selbst ja, wenn man mit dem Bus zu bestimmten Tageszeiten nach Aachen kommt, dann mag das ganz schön schwierig sein, wenn dort eine Abendveranstaltung stattfindet, wieder zurück nach Köthen zu kommen. Und das geht von vielen Orten aus dem Landkreis eigentlich so, auch wenn man nach Köthen reisen will oder hier etwas miterleben möchte. Man muss eigentlich in aller Regel selbst motorisiert sein. Uns schwebt es vor, einen Kulturbus zu installieren, der die Menschen zur Kultur bringt. Von Köthen in den Landkreis, aber auch von den verschiedenen Orten des Landkreises hier nach Köthen und dann natürlich die Gewähr bietet, dass man abends auch ganz entspannt wieder mit diesem Vehikel an seinen Ausgangsort kommt. Und so ja, haben wir die Vorstellung, dass man mit dem öffentlichen Verkehr, den es ohnehin bereits gibt, gewissermaßen ja so eine Art Kulturticket vielleicht etabliert, sodass wir künftig sehr viel einfacher hier im Landkreis bis hinaus, Gräfin Heinichen gehört ja zur Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg, bis dorthin eben auch mit dem öffentlichen Verkehr reisen kann, sodass man, und das ist ja auch unter ökologischen Gesichtspunkten durchaus zukunftsfähig, nicht immer das eigene Fahrzeug betätigen und benutzen muss. Und manche haben das ja vielleicht auch gar nicht. Wie wurde das angenommen bei der Lesereise mit Musik in Aachen? Haben viele den Kulturbus genutzt? Also wir haben uns sehr gefreut, dass viele das ausprobiert haben, auch die etliche, die tatsächlich über ein eigenes Fahrzeug verfügen, sind mitgefahren, waren dann vor Ort genau an dem Punkt, wo ein Spaziergang an die Elbe führte, eine Kaffeepause auf die Besucherinnen und Besucher wartete, die enorm wohlgelaunt trotz Regens dann zu unserer musikalisch-literarischen Darbietung gekommen sind. Sie hatten gerade das Trafo-Projekt schon angesprochen. Das kümmert sich ja darum, da gehört Ihr Projekt auch mit dazu, sozusagen Kunst und Kultur im ländlichen Raum zu stärken, erlebbar zu machen. Es ist durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert. Bei Ihrer Lesereise mit Musik gibt es eine Besonderheit. Das ist nämlich eine Kooperation aus zwei Projektgruppen, der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft und der Musikschule Köthen. Macht es das schwerer oder ist das eigentlich ganz schön, wenn man auch mal so zwei Projektgruppen miteinander kombinieren kann? Also eigentlich lebt das gesamte Projekt dazu, zu entdecken, dass es Schnittmengen gibt, Berührungspunkte, sodass man gemeinsam etwas, woran man möglicherweise vorher noch gar nicht so gedacht hat, entwickeln kann. Also die Lesereise mit Musik selbst ist, wie Sie schon gesagt haben, Kooperation der Musikschule und der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft. Wir haben jetzt schon einige Zeit gemeinsame Formate ausprobiert, aber in diesem Trafo-Projekt gibt es eben auch eine Projektgruppe Mobilität Kulturbus und mit der arbeiten wir in dem Projekt ganz eng zusammen, denn das ist letztendlich die Basis, um zeigen zu können, ausprobieren zu können, funktioniert es, dass wir uns durch den Landkreis in die Welterberegion und wieder zurückbewegen können. Und wir hoffen natürlich damit, den Menschen die Kultur näher zu bringen und damit auch Lebensqualität zu erhöhen. Und das ist sozusagen eines der großen Ziele auch unseres Projektes. Ja, in Großstädten, ich wohne in Leipzig, ist das einfach. Man will in die Oper, dann steht schon auf dem Ticket mit drauf, dass man kostenlos Tram oder Bus benutzen kann. Das ist natürlich im ländlichen Raum keine Gegebenheit, aber daran wollen Sie dann arbeiten. Genau, sowas ist unser Ziel. Unsere Vorstellung, es wäre schön, wenn wir in 4 Jahren sagen können,
sowas haben wir geschafft. Oder zumindest ein Teil davon. Ja, dann wünsche ich dabei viel Erfolg und bin gespannt, wie die Lesereise mit Musik in Gräfenhainichen ankommt und hoffe, dass Sie es auch wirklich vor Ort durchführen können. Vielen Dank, Uta Sebertek von der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft. Sehr gerne, Dankeschön. Viel Theater und große Bühnen, das braucht unser nächster Künstler Steffen Fischer nicht. Er hat alles dabei, was er braucht, in einem Koffer auf der vermutlich kleinsten Bühne der Welt, würde ich fast sagen. Die Requisiten für seine Stücke, die fertigt er selbst an und auch die Geschichten, die stammen aus seiner Feder. Und meist geht es dabei um das Köthner Schloss, so wie auch heute. Ein kleiner Tipp, Johann Sebastian Bach, der sucht ein ganz bestimmtes Instrument, eine Gambe. Viel Spaß beim Wiederfinden. Seid willkommen zur Kofferbühne, auch wenn es etwas rar ist dieses Mal, aber ich denke, wir werden viel Spaß haben. Ihr kennt ja bestimmt Florian Floh. Das ist ein ganz musikalischer Floh und ganz viele seiner Vorfahren lebten hier in Köthen und leben vielleicht auch noch hier im Schloss. Und darüber gibt es eine Geschichte und die will ich euch erzählen. Unsere Geschichte spielt im Jahre 1720 in Köthen. Dort lebte ein großer Musiker, der Herr Bach hieß. Besser Johann Sebastian Bach, aber wir nennen ihn einfach Herr Bach. Und zuerst gucken wir uns mal an, wie sah Köthen 1720 aus. Wir ziehen mal den Vorhang auf und was sehen wir? Nichts. Wir ziehen den anderen Vorhang auf und sehen auch nichts. Also müssen wir uns erstmal eine Stadt bauen. Erstmal denke ich mal, brauchen wir keinen schwarzen Hintergrund, sondern etwas Himmel. Was denkt ihr denn, was gab es denn für Bauwerke in Köthen? Türme? Türme, genau, die beiden Türme, den Halleschen und den Magdeburger Turm. Den stellen wir jetzt einfach hier hin. Was gab es noch? Eine Kirche gab es. Wo sind wir hier gerade? Im Schloss. Im Schloss, natürlich gab es das Schloss schon. Das stellen wir uns auch noch hier hin. Noch den Himmel etwas gerade machen. Und es gab natürlich eine Stadtmauer und ein paar Häuschen. Die stellen wir auch noch dazu. So, jetzt können wir die Geschichte anfangen. Johann Sebastian Bach, oder besser gesagt Herr Bach, hatte eine Gambe bestellt. Und die sollte abends beim großen Fest des Fürstes gespielt werden. Und die Gambe ist verschwunden. Also ging Johann Sebastian Bach mit seinem Sohn Friedemann los, um die Gambe zu suchen. Wir haben hier den Friedemann Bach und Johann Sebastian Bach. Und wenn ihr euch den anguckt, wundert ihr euch bestimmt über diese Schuhe, die er anhat. Das waren Schnabelschuhe. Die waren nach oben gebogen, weil auf der Straße lagen ganz viele Sachen rum, wie zum Beispiel Pferdescheiße. Und damit man da nicht reingetreten ist, hat man die Schuhe nach oben geholt. Jedenfalls gingen die beiden jetzt durch die Stadt auf der Suche nach dem Cello, nach der Gambe. Als erstes trafen sie den Hauptwachtmeister Osterland. Hauptwachtmeister Osterland war in der Stadt zuständig für alles, was mit Sicherheit zu tun hatte. Und gerade als Herr Bach sagte, Hauptwachtmeister, habt ihr die Gambe gesehen, sagte er, halt, jetzt habe ich keine Zeit. Denn es war 12 Uhr. Und 12 Uhr war es Tradition in Köthen, die Mittagskanone abzufeuern. Damit alle Leute wussten, ist es 12 Uhr, wir haben eine kleine Pause und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Wir haben hier die Kanone. Kanonen wurden meistens nach Fürsten benannt. Das ist denn hier der dicke Leopold. Die Kanone wurde verkeilt. Und jetzt versuchen wir mal, die Kanone zu zünden. Ohren zu halten. Super. Jetzt ist es 12 Uhr. Herr Osterland hatte jetzt Zeit, sich mit Herrn Bach zu unterhalten. Aber Herr Osterland sagte, eine Gambe habe ich nicht gesehen. Geht doch mal ins Schloss, da gibt es Krimskrams. Überall, vielleicht ist auch diese Gambe da. Also gingen die beiden ins Schloss. Dazu müssen wir jetzt erstmal kurz umbauen. Wir bauen mal die Stadt schnell ab. So schnell kann man eine Stadt abwickeln. Auch
Kanone muss weg. Der Fürst. So. Der blaue Himmel muss noch weggezogen werden. Das Schloss. Zu dieser Zeit wissen wir sehr wenig. Wir wissen aber eins, es war grün gestrichen drin. Es war sehr viel grün in grün gehalten, dass es eine sogenannte Modefarbe war. Also habe ich mir gedacht, machen wir das auch grün. Johann Sebastian Bach und Friedemann Bach. Und als erstes trafen sie Kammerdiener Ratzel. Kammerdiener Ratzel hatte eigentlich nur eine Aufgabe. Er musste den ganzen Tag putzen, 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 damit alles glänzt und spiegelt. Und dazu hatte er überhaupt keine Lust, ewig an diesen Lüstern rumzufummeln. Also sahen sie den Kammerdiener und fragten, habt ihr heute ein großes Paket gesehen mit einer Gambe drinne? Kammerdiener Ratzel sagte, nein, habe ich nicht. Aber ich kann euch helfen zu suchen, da brauche ich hier nicht putzen. Ja, wo fangen wir denn da an? Sagte Herr Bach. Und der Kammerdiener sagte als erstes, lasst uns mal in die Küche gehen. Wie sah denn so eine Küche früher aus? Wisst ihr das? Ein Herd. Ein Herd war natürlich dabei. Das werden wir auch machen. Ein offenes Feuer. Ein Ofen. Ein Ofen. Und was ganz wichtig ist in diesem Stück, es waren Möhrenwochen im Schloss. Esst ihr alle gerne Möhren? Nein. Nein, einer sagt wenigstens nein. Jedenfalls gab es alles mit Möhren. Möhrenpudding, Möhrenkuchen. Alles, Möhrenbrot, so. Und wo die drei nun im Schloss standen und in der Küche waren, hörten sie ein schreckliches, quietschendes Geräusch. Macht es mal nach. Quietschend. Quiek. Ganz dolle, genau. Und alle quietschen. Johann Sebastian Bach, der ganz empfindliche Ohren hatte, weil er ein Musiker war, konnte es nicht mehr aushalten. Erst steckte er sich die Hände in die Ohren oder die Finger, und es war aber trotzdem ganz laut. Wir quietschen nochmal. Quiek! Genau. Da hatte er eine großartige Idee. Alle drei nahmen sich Möhren aus dem Korb und steckten sich die in die Ohren. Da hörten sie bloß noch, aber das Quietschen war immer noch da. Und wenn ihr euch den Kammerdiener anguckt, was kann der? Der kann die Möhre durch beide Ohren durchschieben. Ja, das können Kammerdiener. Oh, genau. Jedenfalls quietschte und pfiff es immer noch im ganzen Schloss. Und Herr Ratzel sagte als erstes, wartet, wir bauen nochmal um, sagte, das kommt oben vom Schlossturm, ich höre es ganz genau. Also gingen die drei die tiefe und große Treppe hoch zum Schloss. Da seht ihr sie, wie sie alle hochlaufen. Und auf der anderen Seite, das Quietschen wurde immer lauter. Da war das Problem. Das Problem hieß Florian Floh. Florian Floh hatte sich die Gambe genommen und mit seinen 6 Händen und Armen quietschte und geigte er da drauf rum. Mit Bögen, und er zog an den Seiten und es quietschte und quief noch. Wir quietschen jetzt nochmal. Quiek! Genau. Alle waren empört und schimpften mit dem armen Flo. Nur Johann Sebastian Bach sagte, lass doch den Florian Flo mal. Heute Abend bei dem großen Fest im Schloss werden wir auch hören, wie eine Gambe richtig klingt. Also, wir versuchen mal ein Schlossfest aufzubauen. Wer ist denn ganz wichtig bei dem Fest? Ja. Natürlich, der Fürst ist ganz wichtig. Fürst Leopold mit einem Gläschen Wein. Die Fürstin war zurzeit nicht da, er vergnügte sich alleine. Wir haben den Herrn Abel, der diese Gambe spielte. Dann haben wir natürlich dazu, holen wir die Figuren noch, natürlich den Hauptmann Osterland, der alles bewachte. Wir haben natürlich Johann Sebastian Bach, seinen Sohn Friedemann Bach, Kammerdiener Ratzel, war dabei. So, wer war denn noch dabei? Natürlich den Leuchter, den er so schön geputzt hat. Und wer fehlt jetzt noch? Wer absoluter Musikliebhaber war? Der Flo. Natürlich wurde Flo Florian auch eingeladen. Und alle waren jetzt beisammen und feierten. Und zu einem fürstlichen Fest gehört natürlich auch eine Musik. Da werde ich euch zum Schluss
ein Stück von Bach auf dem Dudelsack vorspielen. Und was fehlt noch zu einem großen Fest? Feuerwerk. Ein Feuerwerk. Und da gucken wir mal, ob wir das auch noch hinkriegen. Fest ging die ganze Nacht. Und damit verabschiede ich mich und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen bei einem neuen Stück mit Florian Floh in der Stadt Köthen und im Schloss. Vielen Dank. Das war Steffen Fischer mit seiner Kofferbühne. Sehr, sehr vielen Dank. Und damit sind wir auch schon mit dem ersten Teil vorbei. Es geht gleich musikalisch weiter. Wir machen eine kleine Pause. Was Sie da erwartet, A Cappella-Musik aus Köthen, ein ganz altes und besonderes Instrument. Und wir feiern Geburtstag, 200 Jahre Homöopathie in Köthen. Sie können sich also freuen. 16 Uhr geht's weiter.
Das waren Luise Enzian an der Harfe und Silvia Ackermann am Flügel. Und das ist nicht irgendein Flügel, sondern ein ganz besonderer. Der Sulzbacher Tangentenflügel, ein historisches Musikinstrument. Thank you.
Das waren Luise Enzian an der Harfe und Silvia Ackermann am Tangentenflügel. Und das ist nicht irgendeiner, ich habe es gerade eben schon mal erwähnt, sondern ein ganz besonderer, der Sulzbacher Tangentenflügel, ein historisches Musikinstrument aus dem 18. Jahrhundert, 1790 in Regensburg erbaut. Und es gibt wirklich nur noch sehr, sehr wenige davon. Frau Ackermann, was ist denn dieses Besondere an dem Flügel? Ja, das Besondere ist sein zauberhafter Klang, würde ich sagen, der mir auch immer gefällt. Und heute auch besonders in der Kombination mit Harfe. Es gibt verschiedene Hebelchen, es kann sehr leise spielen. Der silbrige Klang wird nicht erzeugt durch Hämmerchen, sondern durch kleine Tangenten, kleine Stäbchen. Und deswegen heißt er eben Tangentenflügel. Jetzt habe ich gelesen, das war ein Dachbodenfund. Wer hat sowas denn zwischen seinen Dachbalken zu stehen? Ja, das ist ein altes Verlagshaus gewesen in Sulzbach-Rosenberg. Und der letzte Nachfahre, der gestorben ist, hat zu seiner Nichte gesagt: Uschi, wenn ich also sterbe, geht ihr auf diesen Dachboden. Der wusste, dass da irgendwas ist, ein Instrument, aber das Haus war sehr verschlossen. Es war nicht zugänglich für, es war ein sehr großes Haus. Und dann sind die Nachfahren eben hoch und haben das gefunden und dann sofort gemerkt, ja, das ist was ganz Kostbares. Wie ist es für Sie, diesen Flügel zu spielen? Ist das auch was Besonderes? Ja, immer. Obwohl ich ihn jetzt schon so lange kenne auch, aber es ist jedes Mal was Besonderes, ja. Jetzt haben Sie im Prinzenhaus ja auch viele alte Musikinstrumente, Tasteninstrumente stehen. Ist das so ein kleiner Favorit von Ihnen, so alte Instrumente zu haben und zu spielen? Ja klar, das ist mein Beruf. Also ich spiele nur historische Tasteninstrumente und es ist eben eine Sammlung im Prinzenhaus mit vielen, vor allem aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, und das macht die Sache sehr spannend. Kann das dann auch so ein Anzugspunkt werden, dass man sagt, irgendwie das Prinzenhaus als Ort der Begegnung, dass neue Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker nach Köthen kommen? Ja, kommen ja schon sozusagen, ne? Und ein Teil der Sammlung geht auch in die Ausstellung im Schloss. Und natürlich ist es attraktiv für Künstler, also nicht nur für die Tastenspieler, sondern eben auch für die Leute, die Kammermusik spielen wollen, mit Sicherheit, ja. Was hat das für Sie damals gemacht, dass Sie gesagt haben, oh, wir müssen dieses Prinzenhaus aufmöbeln, das muss zu einem Ort hier in Köthen werden, mit dem nicht unbedingt jeder Köthner und jede Köthnerin gleich was anfangen kann tatsächlich? Ja gut, das war erstens mal gegenüber von der Bachkirche, ne? Das ist, wo gibt es sowas noch? Und ich finde auch Köthen einen ganz besonderen Ort. Ich persönlich mag, dass es gar nicht so bekannt ist, dass man Raum hat hier, auch für die Fantasie. Und es ist nicht alles besetzt und langsam kommen eben Menschen hierher, die das schätzen, die es lieben und das Köthen auch zum Anziehungspunkt gemacht wird. Und das finde ich ganz toll. Also meine Freunde kennen jetzt schon alle Köthen natürlich. Sehr gut. Also das heißt, ich könnte als Künstlerin auch sagen, hey, ich habe da das Prinzenhaus gesehen, da gibt es ganz tolle alte Instrumente. Ich miete mich da mal ein und gebe da mal ein Konzert. Funktioniert das auch so? Ja, momentan ist es eher so gedacht, dass man dort musizieren kann und man kann die Instrumente zum Beispiel auch ausleihen, aber es ist ein Ort der Begegnung, nicht momentan des Konzertes, weil die Räume sind jetzt nicht so groß für Konzerte, aber für kleine Privatsachen natürlich schon, aber nicht für die großen öffentlichen Konzerte. Alles klar, vielen Dank, Frau Ackermann. Dankeschön. Wir bleiben bei Musik und bei den Tasteninstrumenten und kommen zu einem Namen, der hier in Köthen leider nicht so bekannt ist, aber ich finde es eigentlich sein sollte. Es geht um Alfred Toyacker, einen jüdischen Dirigenten und Komponisten. Und wenn man seine Musik, so wie ich in Vorbereitung, das erste Mal hört, finde ich, spürt man irgendwie die innere Zerrissenheit des Musikers. Und eine der beiden Künstlerinnen, die wir gleich im Film sehen werden, hat das ganz schön beschrieben, fand ich, dass er seinen Platz in der Welt wohl fortwährend gesucht hat und man muss leider sagen, dass er ihn gewaltsam verloren hat. Toyacker ist 1900 in Köthen geboren. Seine Familie wurde dann aber in den 30ern von den Nazis vertrieben. Er selbst floh nach Frankreich und wurde dort leider 43 gefasst und dann ins polnische Lager Sobibor deportiert, wo man ihn auch ermordet hat. Zu seinem Gedenken wurde in Köthen 2010 ein Stolperstein verlegt, dort, wo er zuletzt gelebt hat, am Buttermarkt 9. Und wir wollen ihm auch gedenken und das natürlich musikalisch. Hier ein kleiner Film von Volkert Uhde. Toyacker war der Sohn
eines Ehepaares, die in Köthen an verschiedenen Orten ein Schuhgeschäft betrieben. Und er wählte aber die musikalische Laufbahn, einen musikalischen Weg, der ihn über Berlin und andere Orte dann in der Emigration nach Frankreich führte. Also man merkt schon sehr den französischen impressionistischen Einfluss, nicht nur rein kompositorisch, sondern durchaus auch, was die Texte und Bilder betrifft. Ich glaube, dass er durch seine Lieder und seine musikalischen Werke es geschafft hat, sich irgendwie so seine eigene Würde zu bezeugen. Ein Leben, was eigentlich, wenn man das so deutlich von einem Nachfahren hört, doch kaum vorstellbar ist. Ein Leben in der Fremde und trotzdem dann in diesem Ort überleben, sich mit einzelnen Jobs, mit Kompositionen dann über Wasser halten und um dann nachher doch die geplante Flucht dann nach England nicht zu schaffen und deportiert werden, nach Sobibor verbracht und dort ermordet 1943. Ich glaube, dass dieser Mann sehr sanft und edelmütig war. Ich glaube, dass er sehr, sehr weise war. Dass er sehr, also seelenruhig war und idealistisch. Mich berührt am allermeisten diese Unmittelbarkeit. Also man spürt, dass es total existenziell ist, was er schreibt. Und dass er immer in diesem Konflikt steht zwischen Hoffnung und dem Leben zugewandt, aber auch diese ewige Suche nach seinem Platz, würde ich fast sagen, seinem Platz in dieser Welt. Film von Volkert Uhde. Und jetzt, wie versprochen, zu einem anderen großen Namen. Köthen hat als Kleinstadt davon erstaunlich viele. Und einer, um den man hier in Köthen auch nicht herumkommt, wie Bach auch, ist Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie. Vor 200 Jahren, 1821, kam Hahnemann nach Köthen. Er unterhielt hier eine homöopathische Praxis, schrieb wichtige Werke. Und zwei Männer, die sich mit der Geschichte der Homöopathie und der Lebensleistung von Samuel Hahnemann bestens auskennen, sind Hans-Werner Tote, ehemaliger Geschäftsführer der Köthener Homöopathie- und Wissenschaftsservice GmbH, und der Journalist und Autor Christoph Trapp, der uns jetzt im besten Fall zugeschaltet sein sollte. Hallo, ja, ich grüße Sie. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir haben ja neben 200 Jahre Hahnemann noch in Köthen ein weiteres Jubiläum zu feiern, den 20. Geburtstag der Homöopathie-Stiftung des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Der wurde nämlich 2001 in Köthen gegründet. Herr Tote, wenn ich es richtig gelesen habe, haben Sie den Stein ins Rollen gebracht. Erzählen Sie doch mal. Ja, natürlich.
Es ging also 1990 darum, dass der Oberbürgermeister damals sich an einem Städtebauprojekt beteiligen wollte und wir waren auf der Suche nach Themen. Und man sucht dann natürlich nach sogenannten Schwerpunktthemen, wo Alleinstellungsmerkmale sind. Und da kamen wir für Köthen neben Bach, unter anderem auf die Homöopathie und den Samuel Hahnemann, der also doch hier insbesondere unter den homöopathischen Ärzten so eine kleine Gottheit war. Und wir überlegten, was tun wir? Und man macht man natürlich dann, wie in solchen Kreisen oder üblich, es wird ein Ingenieurbüro beauftragt, Themen zu entwickeln. Und das wurde versucht und es gab dann eine Verteidigung und zu dem damaligen Bauminister Dr. Heyer von Sachsen-Anhalt wurde dieses Projekt oder diese Themen, die die Ingenieurbüros da vorgeschlagen hatten, sofort zerlegt in ihre Einzelteiten. Die Leute wurden sofort von dem Auftrag suspendiert und wir sagten in Köthen, wir können das allein. Mhm. Und dann begannen wir. Okay. Wir hatten gerade ein endliches Thema beendet. Das heißt also, der Oberbürgermeister, es gab ja einen Hahnemann-Lütze-Verein zu dem Zeitpunkt schon immer. Es war aber stark museal geprägt und die ehrenamtlichen Leute wollten alle aufgeben, sozusagen. Nach der Wende 1990 war das halt ein schwieriges Thema. Und dann sagt der Oberbürgermeister, wir wollen. Er hat also als erstes seine damalige Kassiererin, also die Hauptkassiererin sozusagen der Stadt, verpflichtet, du machst die Kassen. Und wir waren der Uwe Raubaum und ich, wir hatten gerade das Thema Abwicklung der größten Industrieanlage in Köthen hinter uns einigermaßen überlebt sozusagen. Und macht euch mal Gedanken. Und das haben wir dann getan und sind zu dem ersten damaligen Internetanschluss, den es in Köthen gab, den gab es nämlich in der Wirtschaftsförderung, haben wir mal nachgebracht, was machen denn so die Homöopathen in Deutschland. Und da stellten wir fest, dass es ein erstaunliches Weiterbildungsleben ist. Und mein Ansatz war von Anfang an, wenn wir für Köthen was tun wollen, dann nicht nur um der Geschichte willen, denn für Geschichte kann sich niemand etwas kaufen, sondern wir wollen auch, dass daraus etwas wird. Und wenn man Wirtschaft lacht da nieder, hatten wir ja gerade selbst abgewickelt, dann muss man sich was einfallen lassen, wie kommt Geld nach Köthen. Und da wäre eine Möglichkeit, also ein Tagungstourismus. Und wir stellten fest, dass die Homöopathen eine ungeheure Vielfalt an, das ist übrigens der älteste Ärzteverein Deutschlands, schon damals und völlig demokratisch organisiert, nie irgendwie staatliche Hilfen, die konnten, wussten, wovon sie reden. Die das heißt, sie haben sich gedacht, wie bekomme ich die nach Köthen? Ja, wir haben und haben dann so einen bekannten Dreizeiler geschrieben. Jawohl, wenn einen Dreizeiler, wir haben einfach nur geschrieben, könnt ihr eigentlich einige eurer Veranstaltungen nach Köthen bringen, um auch die Köthner wieder herzubringen. Die Antwort war prompt, jawohl, wir kommen in 8 Wochen, der gesamte Vorstand des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte nach Köthen. Das geschah und wir entwickelten daraus, das heißt also die Grundidee, die dann darin mündete, dass der Oberbürgermeister 3 städtische GmbHs gründete, darunter die Homöopathie- und Wissenschaftsservice Köthen GmbH, die Bach GmbH und eine allgemeine Marketing GmbH. Mhm. Und mein Ansatz war von Anfang an, da ich ja auch eine Hochschulvergangenheit habe hier, wir müssen also Wissenschaftsservice, nie nur Homöopathie, war also immer die Idee dahinter, man muss mehr tun, um überhaupt ein wissenschaftliches Leben nach Köthen zu bringen. Und so geschah es und die Homöopathen haben prächtig mitgearbeitet. Ja, jetzt gibt es die Stiftung und das Europäische Institut für Homöopathie schon fast 20 Jahre. Herr Trapp, aus Ihrer Sicht, was haben diese Institutionen denn schon erreicht, vielleicht auch für die Stadt Köthen? Oh, die haben, ich denke mir, schon relativ viel erreicht. Gegründet wurde ja am 19. April 2001. Also wir sind jetzt gerade ein bisschen mehr als 20 Jahre alt. 2001 gegründet. 2001 bereits auch schon der erste Kongress in Köthen hat stattgefunden. Der sogenannte ICE wurde eingeführt, der internationale Köthener Erfahrungsaustausch, der halt einen Wissenschaftskongress als Wissenschaftskongress gegründet wurde und auch bis heute noch ist. Im November findet der nächste ICE statt, leider natürlich online und nicht mehr als Präsenzveranstaltung in Köthen, aber ab 2022 wird dann in Köthen wieder die Veranstaltung stattfinden. Zwischenzeitlich haben aber auch in Köthen größere Kongresse
des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte stattgefunden. Das heißt, über die Gründung der Stiftung 2001 wurde halt unter anderem viele Kongresse nach Köthen gebracht, aber auch weitere Gremiensitzungen und so weiter und vor allen Dingen auch ein enger Austausch mit der Stadt. Ein anderes Beispiel dafür war ja auch die Beteiligung der Homöopathie und des Zentralvereins und auch der Stiftung an der internationalen Bauausstellung. Die Bibliothek ist gegründet worden in Köthen, in der die Stiftung ja auch ihren Sitz hat. Ich denke mir, das gab Impulse, es war so eine Aufbruchsstimmung, die jetzt nicht nur die Stiftung betraf damals, sondern also auf ganz breiter Ebene die homöopathische Ärzteschaft wieder zu ihren Wurzeln zurückgekommen ist. Und die Wurzel liegt in Köthen. Hm. Der Zentralverein wurde, ganz kurz noch, der Zentralverein wurde ja 1829 in Köthen gegründet. Das heißt, das ist zwar die Vergangenheit, von der Herr Thurte gerade weg wollte, aber die Aktivitäten, die dann nach Köthen verlagert wurden, die zeigen ja nach vorne. Genau, Köthen und Hahnemann, das gehört genauso zusammen wie Köthen und Naumann, Köthen und Bach. Das wird oft in einem Atemzug, das ist einer der großen Namen hier in der Stadt, genannt. Welche Bedeutung, vielleicht Herr Thurte, hat dann die Homöopathie für die Stadt, hat die Geschichte von Hahnemann für Köthen? Nun ja, es ist ja die Homöopathie eine ärztliche Kunst, wie man so sagt, die also immer noch ihre Gegner hat, weltweit und insbesondere auch in Deutschland. Und wir haben dann infolge der Entwicklung immer darauf Wert gelegt, dass also auch die Wissenschaftlichkeit und die Eigenständigkeit der Homöopathie als ärztliche Kunst hier gepflegt wird und deshalb also auch die Stiftung und die insbesondere der Wissenschaftsbereich, also WISHOM nennt sich diese, also diese Teil der homöopathischen Ärzte. Und um das hier in Köthen dauerhaft zu verantworten oder zu verankern, war also neben diesen Aktivitäten, die dann also aus dem, mit der Bibliothek und allen dort zusammenhängen, war schon immer ein Ziel, irgendeinen homöopathischen akademischen Studiengang. Das ist leider misslungen, weil die homöopathischen Ärzte sich sehr rieben, sage ich mal, mit den klassischen Medizinern. Wir waren mal fast so weit, dass die Universität Magdeburg einen Studiengang einrichten wollte. Das ist dann in allerletzter Minute am medizinischen Dekan gescheitert. Und auch in Köthen stände schon immer die Möglichkeit, aber es war die Möglichkeit, das Streben, unbedingt an eine medizinische Fakultät anzugründen. Aber jetzt sehen die Dinge wieder besser aus, denn die Köthener Hochschule hat ja eine unheimliche Aktivität und Dynamik. Und es gibt seit einem Jahr jetzt in Köthen den akademischen Studiengang Naturheilkunde. Dort wäre ein Anknüpfungspunkt. Und es gibt jetzt seit ein paar Wochen erst eine Dependance in Papenburg, wo also die Hochschule dort sozusagen ärztliche Assistenten ausbildet als akademischen Studiengang. Also es ist noch nicht zu spät, es ist immer noch möglich, wenn die homöopathischen Ärzte sich zusammenraffen und zusammen mit der Hochschule Köthen, zu der ich immer die Verbindung noch halte, dass wir da den akademischen Studiengang eines Hahnemann Studiengang sozusagen in Köthen verankern, das ist noch möglich. Ja, vielleicht abschließend, Herr Trapp, welche Bedeutung sehen Sie für die Homöopathie für Köthen? Sie hatten es ja so ein bisschen schon anklingen lassen. Es bleibt für uns oder für die homöopathischen Vereine und für die Homöopathie-Stiftung immer noch das Zuhause sozusagen. Und es werden weiterhin die Kongresse stattfinden und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Bezugspunkt. Und das erleben wir auch ständig, fast täglich wieder, wenn wir jetzt auch wieder mit der Stadt Köthen. Wir wollten ja gemeinsam am 12. Juni auch unsere Festveranstaltung dort stattfinden. Sehen wir die enge Verbundenheit zwischen der Homöopathie-Stiftung, WISHOM, also sprich der Wissenschaftsgesellschaft für Homöopathie und den DZVE. Das sind ja so die drei einzelnen großen Verbände, die halt da ihren Bezug zu haben. Und da ist einfach die Verbindung nach Köthen für Einzelpersonen wie zu Herrn Thurte, aber halt auch vor allen Dingen auch zu den städtischen Mitverantwortlichen einfach fantastisch. Und dafür auch einen vielen Dank von mir. Alles klar. Herr Thurte, Herr Trapp, ich danke Ihnen sehr für die Erläuterung. Und anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums gibt es im Historischen Museum im Schloss Köthen eine Sonderausstellung zur Köthener Homöopathiegeschichte rund um Hahnemann. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack.
Jetzt sollten Sie eigentlich einen kleinen... Die Sonderausstellung öffnet am 13. Juni. Und jetzt wird es wieder musikalisch. Ich muss ein bisschen zurückgehen, weil ich in Köthen aufgewachsen bin. Da kommen immer ein paar Sachen aus meiner Teenie-Zeit heute in die Moderation. Als Teenager hat man Idole. Und als ich in den 90ern und 2000ern jugendlich war, waren das vor allen Dingen die Boy- und Girl-Bands der Zeit, später dann Rockmusiker. Wir haben die echt alle vergöttert, sie nachgeahmt. Und einige sind dadurch auch zur Musik gekommen, weil sie gesagt haben, wir wollen Schlagzeug spielen lernen, Gitarre lernen. Ganz ohne all das kommen die Barber Bros aus. Das sind vier Jungs aus Köthen, die A Cappella singen. Und einer davon ist heute bei mir, Jonathan Mack. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Wie kamt ihr denn auf die Idee zu sagen, okay, wir machen jetzt keine Hardrock-Band, sondern eine A Cappella-Band? Also ich glaube, die Frage muss ich so beantworten, dass wir hier seit wir denken können im Prinzip an dieser Musikschule schon musizieren und auch jeder von uns ein Musikinstrument spielt. Und ja, das waren immer mehr schon so klassische Stücke, die wir auch performt haben. Und genau so sind wir mehr zu diesem Barbershop-Gesang gekommen, was ja im Prinzip A Cappella ist. Also unsere Instrumente sind ja unsere Stimmen und wir versuchen dementsprechend so zu klingen, dass es harmonisch ist und dass es auch ja, dass es mehr so klassisch klingt und weniger rockig, ja, genau. Also es ist jetzt, wir sind jetzt keine klassische Boyband in dem Sinne, aber... nicht wie Backstreet Boys. Ja, nicht ganz, aber
ja, ich glaube, das hat so dieses, diese Barbershop-Musik hat so seinen eigenen Stil und den finden wir klasse und deswegen, genau. Das heißt, so in diesen klassischen Barbershops, wie man sich es vorstellt, in den Staaten, wo man sich rasieren lassen kann, die Haare machen kann, da hat man so eine Musik gehört, ja? Genau, also man muss sich das vorstellen, dass man musste ja dann doch einige Zeit in diesen Barbershops warten. Das war so spätes 19. Jahrhundert, als das so entstanden ist. Und da hat dann, muss man sich vorstellen, einer so eine Melodie gesummt und dann ist der Nächste mit eingestiegen, bis es dann irgendwann harmonisch geworden ist. Und genau, da kommt es her. Und ja, das finden wir klasse und deswegen machen wir das ja. Ich habe mir eure Videos angeguckt und dachte, ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wirklich ohne Begleitung und dann so gut aufeinander abgestimmt, zum Teil versetzt zu singen. Wie bekommt ihr das hin? Muss man da sehr, sehr viel für üben oder seid ihr einfach so gut aufeinander eingespielt? Also ich würde natürlich sagen, dass wir das einfach so können aus dem Stegreif, aber ist natürlich auch, steckt natürlich viel Arbeit dahinter und viel, viel Üben. Und es hilft auf jeden Fall sehr, sehr doll, dass wir alle ein Instrument spielen können, dass wir alle musikalisch sind, dass wir alle Noten lesen können und deswegen, und wir kennen uns dazu auch schon unglaublich lang, also wir wissen so ein bisschen, wie wir ticken und da harmoniert es dann doch schon ganz gut, muss ich sagen, ja. Ich habe es gerade angesprochen, im ersten Lockdown 2020 habt ihr euer erstes Musikvideo produziert, Mary Lou. Jetzt im April kam das zweite, war das so ein bisschen, um zu sagen, hey, uns gibt's noch als Band, wir haben nicht verlernt zu singen, wir sind noch da? Also wir wollten eigentlich schon ein bisschen eher das zweite Video hochladen oder beziehungsweise auch produzieren, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist bei uns gar nicht so einfach, auch jetzt in der Corona-Situation immer Zeit zu finden und dann ist hier mal wieder ein Lockdown und ist es schwer, sich zu treffen, erstmal das und zweitens ist es auch so, dass wir natürlich alle studieren und arbeiten und so ein bisschen über ganz Deutschland verstreut sind und deswegen ist es gar nicht so leicht, immer die Zeit zu finden, um zusammenzukommen und dafür auch zu üben. Und deswegen hat das so ein bisschen länger gedauert tatsächlich, weil wir halt alle auch noch andere Verpflichtungen haben. Aber ja, ich darf schon mal vielleicht einen kurzen Vorausblick geben. Also es wird noch weitere Videos geben in dieser Corona-Situation, genau. Ja, und du hast es gerade schon kurz angesprochen, ihr wohnt nicht mehr alle zum Teil hier, ihr studiert, ihr arbeitet schon. Ist dann die Band auch so ein Vehikel zu sein, man kommt mal wieder nach Köthen, zurück nach Hause, trifft sich hier? Ist da so eine Verbundenheit mit Köthen vielleicht auch mit dabei? Also auf jeden Fall, dadurch, dass wir ja hier alle aufgewachsen sind, hier alle zur Schule gegangen sind, ist es natürlich immer was Schönes, in die Heimat wiederzukommen. Und ja, Köthen ist im Prinzip so der zentrale Punkt, zu dem wir dann alle zurückkommen und wo auch geprobt wird im Normalfall, also wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist und wir das nicht dürfen. Aber ansonsten, ja, wir kommen sehr gerne wieder hierher und das Heimatgefühl ist nach wie vor bleibt nach wie vor bestehen und dementsprechend, ja, fühlen wir uns hier wie zu Hause in Köthen, also ja. Fast zu Hause, genau. Jetzt haben wir viel über eure Musik gehört, wir wollen mal reinhören, wie sich's dann anhört, die Barber Bros. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say. So, good night, sweetheart, good night. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say. So good night, sweetheart, good night. Well, it's 3 o'clock in the morning. Baby, I just can't treat you right. I hate to leave you, baby. I don't mean maybe. You know I love you so. Good night, sweetheart. Well, it's time to go.
good night, sweetheart. Well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say. So, good night, sweetheart. Good night. Well, your mother and your father might hear if I stay here too long. Our kiss and we'll part, and I'll be going. You know I hate to go. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. I hate to leave you, I really must say. So, good night, sweetheart. Good night. So, good night, sweetheart. Good night. So, good night, sweetheart. Good night, good night, good night. Wir sagen aber noch nicht ganz gute Nacht, aber es sind schon 2 Stunden unseres Programms vorbei. Sie können sich dennoch auf die letzten 45 Minuten freuen. Wir schauen, wie es Künstlerinnen und Künstlern so während der Pandemie erging und ergeht. Und zum Schluss gibt es, wie es sich gehört, eine Überraschung. Sie können sich also freuen. Bis in einer Viertelstunde, 17 Uhr geht's weiter.
In der Musik ist die Fermate das Zeichen für Stillstand, ein Moment des Innehaltens, eine Zäsur und ein Akt der Gemeinschaft. Dieser kleine, einen Punkt umspannende Halbbogen kann ganze Symphonieorchester und riesige Chöre zum Schweigen bringen und das Publikum den Atem anhalten lassen. In Zeiten von Unsicherheit und Angst steht immer wieder die Bedeutung der Kunst auf dem Prüfstand. Die pandemiebedingten Schließungen von Theatern, Museen und Bühnen bringen nicht nur unzähligen Kulturschaffenden in eine existenziell bedrohliche Lage. Die Debatten der letzten Monate eröffnen auch einen ernüchternden Blick auf den Stellenwert von Kunst in unserer Gesellschaft. Diese Fotoserie ist mir eine ganz persönliche Liebeserklärung an die Kunst und eine Verbeugung vor den Menschen hinter ihr. Mit den schlichten Schwarz-Weiß-Porträts möchte ich denjenigen eine Stimme geben, die in der Kunst Beruf und Berufung gefunden haben. Ich erzähle gemeinsam mit ihnen die Geschichte einer Kunstpause der ganz anderen Art und vom gemeinschaftlichen Inhalten. Die Fermate wird im Italienischen Corona genannt. Vielen Dank, Juliane Naumann. Du hast diese tollen Fotos gemacht, die wir jetzt hier gerade im Hintergrund sehen. Und einer, der auf den Fotos auch mit drauf ist, sehen wir jetzt, ist Christoph Reuter. Hallo. Hallo. Willkommen in der Runde. Die Überschrift zu deinem Foto ist, wie Sie sehen, hören Sie nichts, Pianissimo ist doof. Trifft das die Lage der Künstler während der Pandemie ganz gut? Das ist eine sehr knappe Verkürzung der Situation. Aber wenn ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen darf. Ja. Wenn Sie ganz kurz dieses Foto hier sehen, sehen Sie Juliane Naumanns Kunst. Denn das, was Sie hier sehen, sieht aus wie ein Klavier, ist aber in Wahrheit gewesen eine kleine, verwunschene Plastikscheibe, wo sie mit Kreide was drauf gemalt hat. Ach. Und es sieht unglaublich gut aus. Und ich habe das, als ich das gesehen habe, live, dachte ich niemals, na, Jule, ich weiß nicht, ob das die tolle Idee ist, aber es ist genial geworden. Ich dachte, es ist ein Piano. Ja, das ist der Hammer, dass du das gedacht hast. Ja. Und wie gesagt, also Jules Kunst begleite ich schon seit einigen Jahren und ich habe die Freude, es immer zu sehen. Und ich finde, es ist ganz toll geworden, wie diese Bilder geworden sind. Und die haben mich sehr berührt, weil vor allen Dingen als Künstler hat man das große Problem, dass man ja gerade nicht so viele Möglichkeiten hat, gehört zu werden oder gesehen zu werden. Und als Jule fragte, ob wir das machen würden, oder also mich auch, und da war ich natürlich sofort sehr, sehr gerne und war sehr glücklich. Und man sieht, ich habe eigentlich einen Schrabbelpony an, das sieht man aber auch nicht. Und deswegen finde ich die große Kunst, dass man alles nicht sieht, was nicht so schick war. Und deswegen also vielen Dank für das tolle Foto, was ich sehr, sehr mag. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr dieses Foto im Kasten hattet? Darf ich kurz die Geschichte mit dem Tanker erzählen? Also, die Geschichte ist die, es gibt die Geschichte von einem Tanker, der nicht mehr fahren kann, und dann kommt ein Typ und haut mit einem Hammer an einer ganzen Stelle, also an einer ganz bestimmten Stelle in diesem Tanker, einen Schlag, und der Tanker fährt wieder. Und dann sagt er, was kriegst du dafür? Und dann sagt der Typ, ich krieg 20.000 Euro. Und dann sagt er, warum 20.000 Euro? Du hast doch einmal geschlagen. Sagt er, ja, aber ich habe 20 Jahre dafür geübt, wo die Stelle ist. Und das ist das Ding, dass Jule so lange verschiedenste Sachen gemacht hat, um solche Fotos zu machen. Deswegen finde ich immer, in so einem Moment ist das alles zusammengefasst. Ja, es sind tolle Momentaufnahmen. Du hast es gerade gesagt, schlichte Schwarz-Weiß-Fotos, und habe ich so gedacht, ja, aber irgendwie sind die so ausdrucksstark. Man sieht die und man spürt eigentlich gleich, was die Person ausmacht oder was sie vermissen. Was wolltest du eigentlich mit den Bildern erzählen? So, was war so dein vorrangigster Impuls? Die Schließung der Kulturstätten im November letzten Jahres einfach sehr beschäftigt. Und mich selber persönlich als Fotografin hat es auch betroffen, aber noch lange nicht so wie die Bühnenkünstler. Und da ich sehr viel mit Menschen auf der Bühne zu tun habe, wie auch Christoph zum Beispiel, und auch in meinem Freundeskreis und Umfeld sehr viele Menschen habe, die direkt betroffen waren und auch als Kunstgenießende sozusagen ja auch eingeschränkt war, hatte ich sofort das Bedürfnis, mich auszudrücken dazu und auch diese Traurigkeit und dieses Vermissen, was ich eigentlich auch habe, auszudrücken, und habe eben Menschen in meinem Umfeld gefragt und auch viele Menschen, mit denen ich bisher noch nichts zu tun hatte, dann gefragt, die auch gar nicht mal auf der Bühne stehen, sondern auch Techniker und freischaffende Künstler, die in der bildenden Kunst auch unterwegs sind. Und so ist dieses Projekt dann auch entstanden. Also eigentlich hatte ich so eine spontane Idee und habe das erstmal mit ein, zwei Leuten ausprobiert und habe aber gemerkt, das hat eine gute Energie, und ich möchte einfach zeigen, wie wichtig für mich persönlich der Stellenwert von Kunst ist, und in der Hoffnung, dass er auch bei anderen so stark ist wie bei mir. Jetzt haben wir in der Pandemie sehr oft die Frage gestellt, welche Berufe, welche Personengruppen sind denn systemrelevant? Da sagen alle Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, auch die Kassiererin im Supermarkt, klar.
Was ist aber mit Kunst und Kultur? Was ist mit Musikern, mit KünstlerInnen? Hättet ihr euch da irgendwie mehr Wertschätzung auch aus der Gesellschaft erhofft, dass man sagt, auch ihr seid systemrelevant? Soll ich mal kurz da reinhaken? Also der Punkt ist der. Also erstmal möchte ich sagen, dass das, also dass man immer ungefähr wissen muss, wo die Position sein sollte. Also wenn es jetzt echt andere Probleme gibt, ist es, was weiß ich, wenn man ein kaputtes Bein hat, dann sollte man jemanden rufen, der einen Chirurg ist, das Ding wieder ganz macht. Da hilft jetzt nicht Bachblüten und du, das wird schon wieder, setz dich mal zu Hause, nimm Aspirin, sondern dass es da natürlich andere Dinge gibt. Aber für mich persönlich war es ja so, dass mein Leben sich letztes Jahr radikal geändert hat. Also es war ein absoluter Stopp von allem. Und ich war vorher ein reisender Künstler, der ein schönes Leben hatte und dachte, oh, das ist aber toll, vielleicht können wir es noch ein paar Jahre machen. Und abrupt war das vorbei. Und dann war es ja so, was machen die Leute, wenn Pandemie ist? Man kann ja auch sagen, gut, dass die Pandemie jetzt gekommen ist. Wenn es in 17 Jahren gekommen wäre, hätten wir drei Programme gehabt, keinen Lieferservice und kein Internet. Dann hätten die Leute ganz andere Probleme gehabt. Und so ist aber so, was machen die Leute? Die meisten Leute konsumieren Kunst. Sie schauen sich Filme an, sie hören sich Musik an, sie schauen sich irgendwelche Bilder an. Selbst ein Foto, was bei Facebook da 1,5 Sekunden, ist alles Kunst. Und das ist interessant. Auf der einen Seite wird gesagt, Kunst ist nicht wichtig, aber was machen die Leute in dem Moment, wenn sie Zeit haben? Sie konsumieren Kunst. Und jetzt kommt Jule ins Spiel. Und das Ding war, dass Jule sagte, Mensch, ich würde gerne was mit euch machen. Und das, der Punkt war, also speziell bei mir war es so, dass lange keine positiven Anfragen mehr kamen. Mhm. Und dass man überhaupt, normalerweise waren fast alle Telefonate so, ah, läuft schlecht, machen wir nächstes Jahr vielleicht mal gucken. Mhm. Aber es gab überhaupt nichts, was positiv, utopisch, jetzt lass uns sofort was machen. Und bei Jule war es so, nee, wir machen das jetzt. Wir machen es nicht morgen, wir machen es jetzt. Wir haben wieder eine Verbindlichkeit. Und dieses Gefühl, dass jemand sagt, ey, komm, wir machen wieder was Verrücktes zusammen. Diese, was ich so sehr liebe an der Kunst, dass man halt sich Ideen zusammensucht und denkt, ah, das muss ich jetzt machen. Und das, was Julian gemacht hat, das finde ich fantastisch, weil das war ein Hoffnungsschimmer für mich. Ja, ich glaube, so ging es auch vielen anderen Künstlern, die ich angesprochen habe, die sofort zugesagt haben. Also es waren zwei Leute, die so aus dem Theater, eher aus dem Technikerbereich kamen, die so ein bisschen Bedenken hatten, also sich vor eine Kamera zu stellen, sage ich mal. Ne? Aber ansonsten war eigentlich jeder, den ich angesprochen habe, sofort angetan davon. Und es hat sich unter dem Deckmantel dieses Projekts auch irgendwie in dem Zeitraum so eine Art Gemeinschaft gebildet. Auch wenn die Leute nicht alle miteinander zu tun hatten, aber sie hat was verbunden miteinander. Und das fand ich in diesen Zeiten auch sehr schön. Dass es war auch eins meiner Anliegen, dass ich irgendwie das Bedürfnis hatte, Künstler miteinander zu verbinden. Nicht im Großen, aber im Kleinen. Und das war einfach auch für mich einfach Balsam für die Seele irgendwo. Sehr schön. Wo kann man denn die Fotoserie kaufen? Vielleicht kannst du das noch abschließend sagen. Ja, also die Bücher gibt es auf meiner Website zu kaufen. Diese Bücher. Vermate. Genau. Auf der Juliane-Naumann-Photography.de Seite. Und da habe ich so eine kleine Seite eingerichtet, wo man sich die Fotos auch anschauen kann. Was ich auch ganz wichtig finde, es gibt nicht nur die Fotos, sondern es gibt auch Zitate zu diesen Bildern. Also jeder ist auch wirklich wortwörtlich zu Wort gekommen. Auch das ist mir sehr wichtig. Es wird auch eine Ausstellung geben, wie es gerade eben Ausstellungen gibt. Also sie ist geplant. Im nächsten Herbst. Sie ist noch nicht zu sehen. Auch da werden diese Zitate nochmal mit einer Rolle spielen. Also es ging mir nicht nur darum, Fotos zu machen, sondern mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen, und daher tauchen auch in diesem Buch die Zitate auf, und man kann die dort für 10 Euro bestellen und die Erlöse gehen an die Musikschulen Dessau und Köthen. Ach, sehr schön, ja. Tolles Projekt. Dass du aber trotzdem nicht ganz untätig warst, merkt man daran, dass ein Buch von dir erschienen ist, in dem es darum geht, dass wir eigentlich alle irgendwie doch musikalischer sind, als wir denken, was ja ganz schön ist, und, und dass Musik sogar zur Droge werden kann und dass es Songs gibt, die einem irgendwie das Leben retten können, hört sich groß an. Ich habe die ganz große Büchse aufgehoben. Nein, also ich muss dazu sagen, als es klar war, dass es jetzt so nicht weitergeht, finde ich immer, also man hat zwei Optionen. Entweder man sagt, ah, alles doof, ich setze mich in die Ecke und weine eine Runde, oder ich sage, okay, geht jetzt nicht, lass uns was tun, was wir machen können. Und es bringt nichts, sich über Dinge, die man nicht ändern kann, aufzuregen. Kann man machen, aber macht auf die Dauer so ein Jahr nicht Spaß. Und deswegen habe ich dann gedacht, na gut, lass uns neue Dinge tun. Und das hieß bei mir, ich wollte, also
ich sag mal, in meinem früheren Leben habe ich mal auf der Bühne Dinge erzählt und da sammelt man immer in seinem Notizbüchlein Geschichten. Und man denkt, irgendwann bringe ich diese Geschichte mal raus. So, und das tut man irgendwann und da war es jetzt aber so, dass das irgendwann abrupt kam und das fand ich super spannend, weil es darum ging, jetzt können wir halt nicht spielen, also lass uns eine andere Form der Kunst suchen. Also Kunst ist jetzt übertrieben, aber ich habe versucht, ein Buch zu schreiben und hatte das Glück, dass das jemand verlegt hat, sondern dass man versucht, die Musikalität, die man sonst auf der Bühne präsentieren würde, in Buchform Leuten, sagen wir mal so, kurz vorm Schlafen gehen, nochmal zwei Seiten zu lesen und ein positives Gefühl zu haben. Weil ich finde, eines der schönen Sachen ist ja, man kann selber entscheiden, wie man die Welt sieht. Sieht man sie nur traurig oder sieht man sie, wir können ja zwar wissen, dass das alles gibt, aber möchte ich meinen Tag mit negativeren Gedanken verbringen? Ich nenne das Gedankenhygiene. Ich finde das sehr schön. Und deswegen, dieses Buch ist ein sehr positives Buch und ich finde, man kann nie genug positive Dinge in die Welt bringen, weil es gibt schon, die anderen Sachen gibt es genug. Ja. Aber man muss ja irgendwie auch sich vorstellen, wenn man, wie sagt man da, wenn man kreativ damit umgehen kann, kann man es ja auch in einer gewissen Seite als Chance betrachten. Selbst wenn man sagt, Chancen müssen ja nicht immer sozusagen selbst gewählt sein, sie können ja auch von außen sein. Und da muss man denken, okay, lasst uns kreativ werden. Und deswegen habe ich viele, sagen wir mal, kühne Thesen mit einem Augenzwinkern aufgestellt. Und die eine These ist tatsächlich, dass wir alle halt viel musikalischer sind, als wir denken. Und die Leute denken halt so mal, oh, man hat in der ersten Klasse zu mir gesagt, Jule, du kannst nicht singen, lass das bitte. Spiel Geige, und das macht sie vorzüglich. Obwohl, singst du auch, Jule? jedenfalls, dass man halt sich erstmal klar machen muss, dass wir viel mehr aktiv werden können. Dass, also, die Botschaft dieses Buches ist aber, wir sind musikalischer sein und lass uns Musik zusammen machen, denn dieses Gemeinschaftserlebnis durch Musik ist eine faszinierende Sache, die ich in meinem Leben bisher machen durfte und möchte das keinen Tag missen, denn ich habe gerade das Glück gehabt, ich komme gerade aus einem ganz kleinen Ort in Österreich, wo ich die Woche über tatsächlich an einem tollen, einem sensationellen Symposium teilnehmen durfte. Das waren die Tage der Utopie. Und ihr seht mich hier, ich bin ja voller Utopie hergereist, dass das alles klappt. Und die Utopie hat mich da wirklich, also es hat mich ganz tief bewegt, wie Leute sich mit fantastischen Ideen ernsthaft auseinandersetzen und nicht nur denken, oh mein Gott, das geht nicht, das kann man jetzt nicht machen, sondern lass mal den Kollegen, der sagt, nee, das geht alles nicht, ist alles doof und wir können meckern, Meckerer gibt's genug. Lasst uns utopisch denken und lasst uns einfach mal eben die Sachen ändern, die wir denken, ändern zu müssen und das finde ich faszinierend und eins dieser Dinge, die ich halt geändert habe, ist, ein Buch zu schreiben, was da heißt, alle sind musikalisch, außer manche. Und okay, falls Sie sich jetzt fragen, wer sind außer manche? Fragst du dich das? Nee, aber ach, vielleicht schade, kannst du beweisen, dass du musikalisch bist. Oh, und bevor nee, wir über dein nächstes Projekt sprechen, dich am Flügel einfach mal ein bisschen schaffen und... Schaffen? Ja. Jule, willst du mitspielen? Geige begleiten. Das ist die Chance. Juliane Naumann. Juliane, vielen Dank. Soll ich mich jetzt da hinsetzen? Ja. Oh, da setze ich mich aber gerne. Und loslegen, bitte. Genau. Also meine Damen und Herren, sehen Sie mich dort oder dort? Also dann möchte ich als erstes Ihnen eine frohe Botschaft übermitteln, dass wenn Sie sich fragen, ob Sie musikalisch sind, werde ich Ihnen jetzt ein Lied vorspielen. Und die wissenschaftliche Botschaft ist, wenn Sie zwei Töne unterscheiden können, wenn Sie also hören, Nicht schlecht. Da haben wir einen ganz großen Profi. Wenn Sie den mal kurz in die Kamera nehmen könnten. Dieser Mann muss es wissen, denn er ist professioneller Musiker. Wenn Sie diese beiden Töne gehört haben, meine Damen und Herren, dann müssen Sie musikalisch sein. Weil wissenschaftlich gesehen ist jeder Mensch, der zwei Töne unterscheiden kann, musikalisch. Mit dieser Botschaft hören Sie sich die nächsten 20 Sekunden Musik an. Ich möchte nicht einfach irgendwas spielen, sondern ich werde Ihnen jetzt den heutigen sehr morgendlichen Sonnenaufgang am Vorarlberg, wo ich losgefahren bin, vorspielen. Sie werden jetzt an einem Berg stehen. Der Kameramann guckt schon auf die Uhr. Das wird lange dauern. Es dauert 20 Sekunden und Sie stehen jetzt an diesem Berg, gucken hinunter. Es regnet leicht, aber ganz zart und es ist ein wunderschöner, weiter Blick. In der Ferne sehen Sie einen schneebedeckten Berg. Geht los! Jule, sag noch eine, Friederike, sag noch eine Tonart. C-Dur, sehr gut. Sehr gut, gefällt mir gut. Morgen 7:22 Uhr.
Gut, es gibt keinen Applaus, dass ich kann damit umgehen. Ich habe jetzt ein Jahr gelernt, wie das geht. Nein, nein, um Gottes Willen, da komme ich schon komplett ins, in Verlegenheit. Aber ich finde es eine ganz spannende Sache, wenn man wieder Klavier spielen darf und mehr als einer im Raum ist. Das finde ich sehr schön. Also vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und auch Sie zu Hause. Okay, Friederike. Dann hatte ich es ja schon angekündigt, wir wollen über dein neuestes Projekt sprechen und dafür würde ich gerne Andreas Hadelt noch auf die Bühne bitten, den Leiter der Musikschule hier in Köthen, wo ich, muss ich zugeben, mich beim Klavierspielen auch ein paar Jahre als Kind probiert habe. Ist jetzt schon eine Weile her. Sie beide machen ein Projekt zusammen. Worum geht es denn da genau, Herr Hadelt? Schönen guten Abend. Ja. Also mit großem Verständnis haben wir jetzt auch, da ich Christoph Reuter schon viele Jahre kenne, wollen wir auch ein paar neue Wege gehen und mit unseren Schülern, die eigentlich klassischerweise Instrumente lernen und üben und zum Lehrer kommen und im Ensemble spielen, auch mal was Neues zu bestreiten. Da sind wir auf die Idee gekommen, Stummfilm und Musik zu verbinden. Das gibt es ja schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und es wurden dazumals auch schon Geräusche oder Stehgeiger oder Klaviere und Orchester sozusagen dafür gewonnen, die dann die Musik gemacht haben, um sozusagen dann auch das, was im Film sozusagen sich widerspiegelt, dann in Klang umzusetzen. Zum Beispiel so Inspirationen wie Freude oder Trauer und was weiß ich nicht alles und Schluchzen und die Geräusche kann man natürlich auch mit verschiedenen anderen Geräten machen. Alle Alltagsgegenstände sind meiner Meinung nach auch dafür geeignet und ich finde es unheimlich spannend, dass Kinder und Jugendliche, für die das Projekt jetzt super geeignet ist, mal auf diesem Weg auch mal mit Improvisation in Verbindung kommen. Und Christoph ist, wie gesagt, genau der Mann dafür. Den kenne ich schon. Improvisation ist sein Steckenpferd. Absolut spitze. Ja. Ja, und wie kann man dann junge Musikschülerinnen und Musikschüler dafür begeistern? Ich meine, Stummfilm, das ist was aus den 20er Jahren. Vielleicht kennen das manche aus Babylon Berlin noch so aus manchen Szenen. Wie können denn junge Menschen was damit anfangen, wenn das eigentlich so weit von ihnen weg ist? Wie kann man die begeistern? Begeistern kann man sie erstmal dafür, indem man ihnen sozusagen erstmal was bietet, zum Beispiel dieses Projekt, ja, was neu ist. Und dann auch entstand eine Zusammenarbeit mit den Musikschulen im Landkreis Bitterfeld und in Zerbst. Und wir haben dafür auch schon ein bisschen geworben, sodass dann schon zwischen 20 und 30 Schüler und Lehrer sich dafür begeistert haben, daran teilzunehmen. Was dann auf uns zukommt und was uns erwartet, das wollen wir ja in diesem Projekt lernen. Und das wissen die Kinder momentan auch noch nicht, aber sie haben großes Interesse. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Also es geht ja darum, also der Plan ist ja, dass wir immer denken, es muss alles komplett organisiert sein. Und dann kommt eine Pandemie. Nein, das war Spaß. Es muss alles organisiert sein. Und bei der klassischen Musik ist es ja so, dass wir hauptsächlich lernen, Musik, wie sie auf Noten steht, zu spielen. Und ich finde da, dass das, was mich so ran begeistert, ist ja, dass wir kreativer sein sollten mit den Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, wenn ich jetzt, also es gibt, die meiste Improvisation beruht auf ganz klaren Regeln. Die kann man lernen. Und es geht ja darum, desto früher ich beginne zu lernen, desto später fange ich an, mir Barrieren in meinen Kopf zu bauen. Und ich finde es eine absolute Faszination, egal welches Instrument, aber Musik zu spielen, die nicht auf Noten steht, sondern wie jetzt zum Beispiel, ich habe gerade gedacht, oh, es wäre schön, sich das mal so vorzustellen, eine Visualisation zu machen und dann dazu zu improvisieren, was mir einfällt. Und das kann vom Prinzip her jeder lernen, in jedem Alter. Und es geht darum, einmal ist, dass man improvisieren lernt, dass man versucht, freier damit umzugehen. Und natürlich, was ich am spannendsten allerdings finde, ist, dass wir verschiedenste Leute zusammenbringen. Erstmal aus den Musikschulen, Leute, die sich möglicherweise noch nie gesehen haben, aber Netzwerke bilden in der Region, empfinde ich als das zentrale Ding, weil nur dann können neue Sachen entstehen, wenn man sich sympathisch denkt, ey Leute, lasst uns ein tolles Projekt machen, wir haben eine tolle Idee und es geht ja, wie oft wissen wir alle, die krassesten Gespräche gibt es am Kaffeeautomaten oder mit Kindern vielleicht auf dem Spielplatz oder bei einem Stückchen Schokolade. Und da passieren die Sachen, um die es geht. Dass man halt versucht, neue Ensembles zu gründen, neue Verbindungen zu schaffen, wo Lehrer sich kennenlernen, wo Schüler sich kennenlernen. Und diesen Raum zu schaffen, das fanden wir eine ganz tolle Idee. Aber gleich mit diesem Gedanken, wir spielen nicht, was auf Noten steht, das können die sowieso machen. Aber hier geht es darum, neue Wege zu gehen und möglicherweise Antworten auf Fragen zu finden, die wir noch gar nicht gestellt hatten. Aber deswegen gibt es Improvisation, dass man einfach neue Räume aufmacht. Wann starten Sie damit?
Das ist auch eine spannende Frage. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt in Planung und wir hoffen, dass wir im Laufe jetzt dieses Schuljahres noch damit beginnen können. Also sprich jetzt bis zum Sommer hin. Das Projekt wird sich dann wahrscheinlich nochmal, ein weiterer Workshop wird sich dann anschließen, sodass es dann im Laufe des Jahres wahrscheinlich über die Bühne gehen wird. Wir sind natürlich auch bestrebt, sagen wir mal, was gerade Christopher auch sagte, dann mit dem Projekt nicht nur in Köthen sozusagen zu agieren, sondern auch in ländliche Regionen sozusagen dann den Leuten das dort auch darzubieten und das aufzuführen. Das ist ganz wichtig, vor Publikum natürlich, wenn es geht. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Eine. Ich versuche es ganz kurz mal. Das Wichtige ist auch, dass wir nicht nur einen einzigen Workshop machen und dann ist es vorbei, sondern dass wir einen Prozess begleiten. Weil es geht ja auch darum, man kann gewisse Sachen nicht innerhalb von 2 Stunden erklären. Es geht aber darum, man kann Sachen erklären, jetzt schaut euch das so mal an, dann arbeitet ihr zu Hause weiter, dann treffen wir uns wieder und dann treffen wir uns wieder. Und das finden wir das Tolle, dass wir einen Weg zusammen gehen können. Und dieser Weg ist das Ziel. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Dann viel Erfolg mit dem Projekt. Ich würde Sie hierin nach unten begleiten. Und unser nächster Künstler, der hat nicht nur sehr viel Bühnen- und Banderfahrung, sondern der hat auch eine ziemlich coole Aktion gestartet, wie ich finde, die mich so ein bisschen an die MTV- und Viva-Zeiten erinnert hat, wo man als Teenie Musikvideos per Handy anwählen konnte. Er hat nämlich zu seinen Fans gesagt, 70 Tage lang dürft ihr euch eure Lieblingslieder wünschen bei Facebook und ich spiele euch die. Es geht um Björn Hein. Heute spielt und singt er für uns das, was ihn selbst sehr tief berührt. Björn Hein. Ja, schönen guten Abend. Mal gucken, wo ich bin. Ach, da ist Rot. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich, ja, ich kann mich nur Christophs Worten anschließen. Ja, ich habe vor Jahren schon Kompositionen von Christoph spielen dürfen. Ja, für Künstler gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres, als ihrer Leidenschaft nicht nachgehen zu dürfen. Und das ist das, was uns, glaube ich, allen seit einem Jahr auf der Seele brennt. Und ja, man kann es musikalisch verarbeiten und einfach was Neues starten, so wie hier. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Feuerlicht. Legt, dass meine Flucht endet und weicht. Leih mir einen Mantel, einen Weg, und dass mir eine Richtung bleibt. Und halt mich warm mit deinem Feuerlicht. Und halt mich warm und vergiss mich nicht. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Wenn ich nicht schaff, werde ich zur Last. Such einen Platz in deinem Quartier. Und nicht, was du gespart hast, nur etwas Halt in dem Dickicht. Nur etwas Halt und sonst nichts. Nur eine Minute ruhig stehen. Stille Nacht, die sich kümmert, mich bewacht, die um mich weiß und nicht schweigt. Hast du noch Liebe irgendwo? Steht vielleicht ein bisschen rum. Ich bin der ungebetene Gast, zersplittert und verstummt, mein Ass im Ärmel ist durchnässt. Mein Ass im Ärmel ist mein letzter Rest. Nur eine Minute ruhig stehen. Nur eine stille Nacht, die sich kümmert, mich bewacht, die um mich weiß und nicht schweigt.
stehen. Nur eine stille Nacht, die sich kümmert, mich bewacht, die um mich weiß und nicht schweigt. Ich suche keine grüne Wiese. Ich suche einen sicheren Platz für meine Ideen, für meine Kraft. Eine Hand, nur eine Minute ruhig stehen. Nur eine stille Nacht, die sich kümmert, mich bewacht, die um mich weiß und nicht schweigt. Kümmert mich bewacht, die um mich weiß und nicht schweigt. Ja, meine Damen und Herren, Feuerlicht, vielen herzlichen Dank. Und ich kann es immer wieder sagen, schön, dass ich hier sein darf an diesem fantastischen Instrument. Und ein Titel, den ich mir rausgesucht habe, ist ein Titel von Elton John. Das ist I'm Still Standing in meiner Version. You could never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold, lonely light that shines from you. You whine like the rag behind that mask you use. Did you think the fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while well, I'm still standing, you just fade away. And I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. And I'm still standing, and yeah, yeah, yeah. Once you never could hope to win, you're starting down the road of leaving me again. The threats you met were meant to cut me down, and your love is just a circus. You'd be clowned by now. I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. And I'm still standing, yeah. Yeah, yeah, yeah. And don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. And I'm still standing, and yeah, yeah, yeah. And I'm still standing, and yeah, yeah, yeah. And I'm still
Mr. Elton John, I'm Still Standing, das kann man ja sehen, wie man möchte. Schön, dass man noch da ist oder schön, dass man sich neu erfinden darf. Und was man nicht verlieren darf, ist seine Hoffnung. Hier ist ein Titel, der spiegelt das wieder. Hoffnung ist, was uns am Ende geblieben. Ich wusste nichts von ihr, sie sagte nur, bleib hier. Und ich verlor das Spiel, noch ehe es begann. Sie schlich sich an mich ran, als sie mich wehrlos fand. Und die Erinnerung an dich verschwamm. Es ist schön, so schön, sich im Kreis zu drehen. Mein Verlangen so viel stärker als die Angst. Es tut gut, so gut, wenn man Böses tut. Mein Gewissen so viel schwächer als die Gier. Hoffnung ist, was uns am Ende geblieben. Hoffnung ist, was uns zusammen noch hält. Hoffnung, dass wir uns noch einmal verlieben. Hoffnung auf was wirklich zählt. Als ich gesättigt war und ich kein Star mehr war und die Vernunft befahl, mir nach Hause zu gehen und nicht das erste Mal. Und nicht das letzte Mal schmeckte ein Abschiedskuss so überraschend scharf. Es ist schön, so schön, sich im Kreis zu drehen. Mein Verlangen so viel stärker als die Angst. Es tut gut, so gut, wenn man Böses tut. Mein Gewissen so viel schwächer als die Gier. Hoffnung ist, was uns am Ende geblieben. Hoffnung ist, was uns zusammen noch. Hoffnung auf was wirklich zählt. Hoffnung ist, was uns am Ende geblieben. Hoffnung ist, was uns zusammen noch hält. Hoffnung, dass wir uns noch einmal Hoffnung auf was wirklich zählt.
Tja, meine Damen und Herren, Hoffnung ist was uns am Ende geblieben. Und mit dem letzten Titel möchte ich mich gerne verabschieden und nochmal Danke sagen. Ein Titel von Herbert Grönemeyer, hier ist Halt mich. Träume für bare Münze, schwelge in Fantasien. Hab mich in dir gefangen, weiß nicht, wie mir geschieht. Erwärm mich an deiner Stimme, leg mich zur Ruhe in deinen Arm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Fühl mich bei dir geborgen, setz mein Herz auf dich. Jeden Moment genießen, dauer ewiglich. Bei dir ist gut anlehnen und Glück im Überfluss. Dir willenlos hergeben, find ich bei dir Trost. Bin vor Freude außer mir, langsam mit dir untergehen. Kopflos, sorglos, schwerelos in dir verliehen. Deck mich zu mit Zärtlichkeit, nimm mich im Sturm, die Nacht ist kurz, friedvoll. Liebe ist all überwältigt von dir. Es ist schön, dass es dich gibt. Mich ein. Ich will mich an dir satt hören, immer mit dir sein. Betanke mich mit Leben, lass mich in deinen Arm. Halt mich nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Halt mich, bis ich schlafen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Bleiben Sie uns gewogen. Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie jetzt sagen, das hat mir so gut gefallen, da würde ich mir gerne noch mehr angucken, dann kann ich Ihnen die digitalen Konzerte von Björn Hein in Kooperation mit der Hochschule Anhalt und der Stadt Aachen empfehlen. Die gibt es noch im Netz unter aachen.de. Und wenn wir schon einmal im Landkreis sind, dann muss man sagen, Anhalt-Bitterfeld, mit diesem Verbund haben sich die Köthnerinnen und Köthner, naja, anfangs etwas schwer getan, aber jetzt fährt man doch ganz gerne an die Gotsche. Was es abseits noch in Anhalt-Bitterfeld so gibt, schauen Sie selbst. Warum schnell, wenn es auch langsam geht? Warum weit, wenn es auch nah gibt?
Manchmal ist es so einfach. Einfach ich sein. Einfach anhalten und genießen. Ich habe Ihnen am Anfang eine Überraschung am Ende versprochen. Das löse ich jetzt ein. Es wird tierisch mit Jochen Träger und seiner Tiershow. Viel Spaß. So, ja hallo, da möchte ich mal alle herzlich begrüßen und vor allem die Dorti. Du begrüßt das mal alle. Pfeif mal. Ja, wunderbar, das klappt doch ganz gut. Und mit einer schönen musikalischen Umrahmung klappt das noch viel besser, denn... Passend zum Bachsaal, wir machen Musik. Musik, Klingel. Ja, prima, wunderbar. Schön, das hast du gut gemacht, hör mal. Aber schau mal, du kannst ja auch noch schön turnen. Pass mal auf dort, guck mal hier. Steig mal schön auf. Jawohl. Einmal raufsetzen. Und schön drehen. Wow. Gleich nochmal. Jawohl. Schön drehen. Noch einmal. Jawohl. Schön drehen. Und... Jawohl, einmal noch. Jawohl, absteigen und. Wow, das war schon mal gut. So, dann bleib mal schön sitzen. Ja, möchtest du noch was zeigen? Aha, natürlich. Komm, wir haben ja noch mehr vorbereitet. Guck mal hier. So, Achtung. Jawohl, schön aufsteigen. Und, jawohl, schön rüber. Hopp. Nein. Jawohl, jetzt im Takt. Achtung. Hopp. Und. Jawohl. Wow. Pass mal auf. Schau mal. Das ist für dich, wenn du da rüber gehst. Jetzt. Hopp. War das falsch? Schön laufen. Komm. Bis zum Ende durch. Und. Yay. Super. So, jetzt pass auf. Schön aufsteigen. Wow. Achtung. Drehen. Wow. Alle. Hoppla. Und. Jawohl. Wow. Steig ab. Prima, sehr gut. So, und jetzt laufen wir nochmal los. Komm. Joko, ey, du musst laufen. Der muss Platz machen. Halt, hier rüber. Joko, Joko, Joko. Und? Ah. Alle und? Jawohl. So, prima. Komm, steig mal auf. Absteigen. Jawohl. So. Alle. So, Mücke. Die Kätzchen. Alle, komm. Wow. Mücke, machen wir den Slalom jetzt. Achtung, schön aufpassen. Ganz elegant. Hey, hör mal, schaffst du es nochmal? Mücke, drehst du dich mal um? Mücke, Mücke, nochmal schön zurück, ganz elegant. Hör mal, eleganter. Mücke, und?
Mücke, Mücke. Jawohl. So, wow. Brav. So, steig ab. Jawohl. So. Ah, Moment mal. Ihr habt doch Freunde. Und du natürlich auch. Da brauchen wir den Loki und den Mitchell. Loki, Mitchell. Da kommt mal zu uns, alle zwei. Alle, komm. Mitchell, Loki. Loki, Mitchell. Ja, komm. Ah, die sind in der leckeren Kantine. Loki, Mitchell, komm schnell. Mitchell, Loki. Ah, jawohl. So, Loki. Einmal springen. Loki, Loki. Hopp. Loki, Loki. Loki? No, bin ich schon kaputt oder was? Loki, ja? Nee, du musst ja springen, Loki. Ah, Moment, da fehlt die Dorti. Ja, dann kommt mal zu mir. Achtung, hoppala. Mitchell, Loki. Schön aufpassen, Loki, ab, ab. Und? Loki, 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 ab. Loki, Loki, ab, Loki, ab, ab. Ja, Mitchell, Mitch, Mitch, komm hier. Mitch, Mitch, Mitchell, 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 ab. Mitchell, ab, ab. Und? Yes. So, jetzt wieder aufpassen. Auf. Mitchell. Jawohl, bitteschön. So, komm mal hier, du zu mir. So, jetzt musst du umsteigen. Jawohl. So, Mitchell, komm mal schnell zu mir. Hopp. Jetzt musst du gut aufpassen. Du bist zwar keine Katze, aber bist ein Hund. Mitchell, 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 Mitchell. Aufpassen, aufpassen. Mitch, Mitch, Mitch. Mitch, 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 Mitch. Oh, du musst dich konzentrieren. Schau mal, es ist ganz dramatisch. Achtung. Mitchell, 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 Mitchell. Keine Dramatik. Achtung, jetzt hier. Mitchell, 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 Ali, Ali, Mitchell, Ali, Ali. Okay, passt auf. Es ist Sonntag. Wir drehen das Ganze um. Und Mitchell, 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 komm hier. Mitchell, 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 Mitchell. So passiert's. Mitchell, du musst doch hier springen. Aber dann machen wir nochmal richtig schön hoch. Ja, jawohl, sehr schön. Prima, mein Junge, das ist für dich. Jawohl. So, jetzt bauen wir um schnell. Jawohl. So glatt heute. Jawohl. Aber jetzt davon. So. Ah, schön. Mitchell. So, dort hin. Achtung. Jawohl. Gut aufpassen. Jungs. Komm hier, komm. Hier. So ist fein. Jawohl. Einmal ab. Oh. Alle, aufsteigen. 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 Jawohl. So ist fein. Ah, schön sitzen. Achtung. Lili. Lili. Brav. So ist fein. Ei, brav. So, zwei. Prima, Lilly. Brav, schön. Nochmal schön zurück. Gut aufpassen, Lilly. 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 Lilly, du musst laufen. Lilly. Lilly, komm. Lilly. 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 Jawohl. Prima! Sehr schön! Hoppala! Toll! Brave Lili! Jawohl! So ist es. Okay. So. Da steig ich mal ab. Du dazu. Wow! Hopp! Am Platz. Hier dazu. Brav. Komm, steig ab. Jawohl! Hey! Am Platz. Wow!
Jawohl. So, Dottie kommt zu mir. Dottie kommt zu mir. Und jetzt, Achtung, Pietro. So, jawohl. Katerchen. Pietro, du musst springen. Hopp! Moment. Gut aufpassen, Pietro. Pietro, 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 Pietro. Pietro, Pietro. Spannung steigt. Pietro. Und yay! Jawohl! Einmal! Jawohl! Michi, Loki, 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 auf! Und? Auf! Auf! Bitteschön! Vielen herzlichen Dank! Dankeschön! Vielen Dank, Jochen Träger und seine Tiershow. Am Flügel Christoph Reuter nochmal mit einer tollen Begleitung. Und das war's auch schon mit dem vierten Blickwechsel hier aus dem Johann Sebastian Bach Saal in Köthen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und das letzte Wort überlasse ich dann doch dem Hausherrn Fürst Leopold. Meine lieben Untertanen und Untertiere, wir möchten uns bei den Spielleuten herzlich bedanken. Wir wünschen euch noch einen erholsamen und geruhsamen Sonntagabend.
Musik.